Hi, willkommen bei Trigema. Mein Name ist Marc Löckel und ich bin hier der Ausbildungsleiter. Heute begrüßen wir unsere neuen Azubis. Aber wer sie sind und was sie für Berufe lernen, das erzählen sie euch gleich am besten selber. Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, ich bin die Miriam de Carvalho Haug. Hallo, ich bin Lena Isabel Kuhn. Ich bin Julia, 19 Jahre alt. Ich bin Mert, bin 17 Jahre alt. Ich bin die Luba, bin 18 Jahre alt. Ich bin Isabel Walter, bin 19 Jahre alt. Hallo, ich bin die Leila Bewamli, bin 18 Jahre alt. Ich bin Karin Weber, ich bin 20 Jahre alt. Hallo, ich bin der Mario, ich bin 19 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Industriekauffrau. Textil- und Modellierin. Als Produktionsmechaniker. Die Ausbildung als Industriekauffrau. Und als Produktfädlerin. Textil- und Modellierin. Zur Textil- und Modellierin. Dieses Jahr starten bei uns 14 junge Menschen in der Firma ihre Ausbildung. Damit die sich aber erstmal kennenlernen und ihre Ausbilder kennenlernen, haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Unsere Azubis und unsere Ausbilder haben sie jetzt durch ein Quiz kennengelernt und auch Frau Krupp war dabei, um sich vorzustellen. Und bei dem Quiz war eine Frage, welche Superkraft man gerne hätte. Und interessant war, dass viele unsichtbar sein wollten, was eigentlich ganz cool ist, fände ich auch ganz cool. Ja, funktioniert ganz gut. Ich laufe jetzt mal unsichtbar ins Kino, denn da sitzen die Azubis und schauen unseren Film an und danach bekommen sie noch die Betriebsbesichtigung. Bis später. Also ich fand sehr interessant, wie überhaupt ein Stoff zustande kommt, wie der gestrickt wird und wie dann so eine riesige Stoffrolle entsteht. Ich fand tatsächlich, wie man die Stoffe färbt, sehr interessant. Das habe ich nämlich, also ich wusste nur, dass man das warm färben kann. Dass es auch kalt geht, wusste ich tatsächlich nicht. Auch so zu sehen, wie das einfach genau abläuft, dass es auch vor allem so schnell geht. Also ich meine, bei der einen Maschine war es ja so, das ging grau rein und kam auf der anderen Seite blau raus oder so. Das war für mich ziemlich krass zu sehen, so wie schnell das auch geht zum Teil. Ja, das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Was ich gut finde an der Firma ist, dass alles hier hergestellt wird, weil ich war auch woanders im Praktikum und das war halt eben nicht so. Und das war halt das, was ich toll fand. Also mein erster Eindruck von dem Unternehmen war relativ gut. Ich fand, dass alle Leute nett waren, mir nett begrüßt wurden. Und dann auch die erste Rundführung war auch nett. Und auch interessant, das Unternehmen macht einen kompetenten und allgemein guten Eindruck. Dass ich das näher kennenlernen darf, wie man T-Shirts, Hosen, alles Mögliche, wie man das richtig herstellt. Also ich weiß halt schon generell, dass halt, ich mache ja Ausbildung zum Industriekaufmann. Ich freue mich halt, dass man da dann halt viel im Büro ist. Besonders freue ich mich eher aufs Marketing, weil ich mich halt dafür halt schwerpunktmäßig interessiere. Auch eher so Online-Marketing und so. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Aber auch die anderen Berufsfelder in dem Bereich finde ich auch interessant. So, da bin ich wieder. Unsere Azubis hatten nun eine Führung durch den Betrieb bekommen. Wie sie das gefunden haben, habt ihr gerade selbst mitbekommen. Die Azubis haben jetzt noch eine kleine Pause, bevor es dann in die Ausbildungsbereiche geht. Dort lassen wir sie aber mal alleine, damit sie Zeit für sich haben. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.